Oh, shit. Nee, Weiblandkündigung kann gut sein, dass man das schon ein paar Tage vorher mitbekommt. Ist ja immer so. Es gibt ja immer Pre-Vibe-Events. Beim letzten Mal gab es, glaube ich, sehr, 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 sehr kurze Pre ein sehr, sehr kurzes Pre-Vibe-Event. Da gab es, glaube ich, bloß 2 Tage oder so. Aber das gab es ja schon mal bis zu einer Woche. Also von daher ist unterschiedlich. Je nachdem, wie sie Bock haben, würde ich sagen. Typische Pre-Vibe-Events. Dass zum Beispiel die Sachen bei den Händlern nichts mehr kosten. Oder dass Scavs ein bisschen willkürlich durch Raider ersetzt werden. Dass es zum Beispiel keine Händler mehr gibt für einen Tag. So Spielchen. Und jeden Tag gibt es quasi was anderes. Sagen viele nächste Woche Donnerstag, ja, ist scheißegal, das sieht so. Das musst du dir merken, Mann. Deswegen gibt es bei mir die Standardantwort mit übermorgen. Es ist jeden Vibe die gleiche Scheiße und keiner lernt es. Es ist zum Kotzen. Man weiß es nie. Außer der Entwickler sagt es. So war es schon immer. Schon immer. Und so wird es auch immer sein. Das mit dem Nebel war sehr geil. Ja, das finde ich auch sehr schade, dass es nicht mehr drin ist. Das war sehr nice. Deswegen ist Vibe immer übermorgen. Also man kennt die Events, ist richtig. Es gab mal ein oder 2 Tage, nee, es war mehrere Tage, glaube ich. Es gab mal ein Event mit Nebel. Da war es so neblig, dass du nach 5 Metern nichts mehr erkannt hast. Also auch nicht Baum oder sowas. Du bist quasi vorm Gegner gestanden und hast es nicht gewusst. Der war einfach so da. So hat es damals angefangen, Naska. Das war der Shit von der Atmosphäre. Das musst du dir mal vorstellen. Oh, shit. Oh, shit. Damn. Einmal kurz ein Höschen machen zum Mitnehmen, bitte. Oh, shit. Lol. Von draußen schmeißt er eine Granate rein. Oh, I can't see. Help me, Step Bro. Yeah, keep talking, you shit. Ha, verarscht, Bitch. Help me! Shit, I'm reloading! Ah, reloading! Are you rusty? Come on now! Are you scared? No, do you want spaghetti? I have some spaghetti. Bro.
Can you cover me? I have to heal my arm. Damn it, I got two arms. Sorry. Ah, that was close. Come on. Hey, was the other guy your friend? Yep. Oh man, that was so dirty on him. I'm sorry. You scared the shit out of me, man. Yeah, I know. I was talking to another dude in Discord, man. When we entered this building, I was like, be careful with the rooms. There might be someone. There actually are. Yeah, I feel okay, bad. It's time to end this, man. I kind of feel you bad. You or me? Say sorry to him, man. Yeah. I'll tell him. Okay, so are you ready to die? You wanna do a knife fight? What fight? A fight with the knife. Nah, man. Come on. Nah, I'm not into it, man. Just for fun. Shoot. Nah, man. Let's shoot each other, man. Come on. Let's shoot. Come on. What the fuck was that, man? Yeah, you're jumping. I did something stupid. Yeah. How do I concentrate on that fight, man? What the fuck? That even looked stupid. Habe ich eine Lampe dabei oder was ist das hier? Ja. Ja, die Lampe. Coming! I'm hurt. Yep, that's not. That's real neat, bro. Reloading. Sorry. Der Typ war gut drauf. Der Typ war gut drauf. Der Typ war gut drauf, Mann. Das war geil. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Das war not bad. Kann man sowas öfter haben? Oh Mann, ey. So gut. Vor allem der erste Typ, ja. Ich habe ja herausgefunden, dass der erste Typ sein Mate war. Und als er gesagt hat, dass sich sein Mate gerade echt fast angeschissen hat. Zu gut. Zu gut. Erstmal was essen jetzt. Oh, ich liebe sowas, Mann. Das ist so Gold wert. Nein, tut sie nicht, Citadel. Das Lied, was geht, by the way, Servus, hi. Das war sehr gut. Das hat sehr viel Spaß gemacht. I love it. I fucking love it. Wo wollte ich denn hin?
Aber ich glaube, mit einer anderen Waffe hätte er mich vielleicht gemacht. Ich glaube, mit einer anderen Waffe hätte er mich gemacht. Es ist ganz einfach, Citadel. Das effektivste Kaliber ist das, was die größte Rüstungsdurchdringung hat und gleichzeitig den größten Damage hat. Das ist eigentlich ganz einfach. M995 hat zwar viel Rüstungsdurchdringung, aber sehr wenig Flash-Damage. M61 hat von beiden sehr viel. M61 ist quasi der Shit. Oh wow. Also M61 ist quasi so gut, dass es das ist, was du spielen möchtest, wenn du kannst. Es geht in den Fuß doch gar nicht. Das findet er sogar eher komisch. Keine Ahnung wieso. Naja, es kann ja alles splittern. Oder du hast ja nicht einen Fuß geschossen, sondern... Ach, come on. Sondern einen Bauch. Aber selbst dann stirbt er nicht. Er kann eigentlich nur auf die Brust One-Shot sterben. Brust oder Kopf halt, ne? Wenig Leben. Vielleicht hast du auch die Achillesferse getroffen. Dann erklärt das natürlich einiges. Ey, wäre ich jetzt durch den Sniper-Scav gestorben, Mann. Das Spiel. Habe ich den Exit überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe nicht aufgepasst. Ja, klar, war safe lustig. Das wäre nicht so geil gewesen, nein.